Was in der Kindheit wirkt denn eigentlich so negativ, dass es uns im Erwachsenenalter noch sabotieren kann? Das war eine Zuschauerfrage und die beantworte ich in diesem Video gern. Viel Spaß. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen ein Leben zu führen, was sie erfüllt, was sie glücklich macht, was authentisch ist sodass sie ihr Leben einfach so leben können, wie sie möchten. Und ich mache das in der Regel, indem ich ihnen helfe, sich von ihren Kindheits- und Jugendprägungen zu lösen. Das heißt, ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die nicht gut für unsere Entwicklung waren und uns heute durch wiederkehrende Probleme, die wir einfach nicht loswerden, noch sabotieren. Und da sind wir auch schon beim springenden Punkt. Ich habe eine Frage bekommen, die lese ich mal vor. Vielen Dank für das Video. Mich würde in dem Zusammenhang sehr interessieren, was solche Ursachen aus der Kindheit denn eigentlich sein können, die so sehr in das Erwachsenenalter hineinwirken. Geht es um prägende Ereignisse oder eher um möglicherweise negative Glaubenssätze, die vermittelt wurden? Oder beides. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe mir das rauskopiert, ich weiß gerade nicht mehr, wer das gefragt hat, aber vielen Dank für die Frage. Die ist gut und die ist relativ leicht zu erklären. Du musst dir vorstellen, wenn wir ganz jung sind, umso jünger wir sind null Jahre, gerade geboren und irgendwann ne, über die Zeit verändert sich das. Aber umso jünger wir sind, desto mehr ist unsere direkte Umwelt und unsere direkte Bezugsperson unsere ganze Welt. Als ich also wenn ich noch nicht mal geboren bin, dann ist mein einziges Einwirkungsfeld, der Bauch meiner Mutter, also meine Mutter selbst. Wenn ich geboren werde, ist die, ist meine Welt eigentlich meine Mutter und so ein bisschen der Mond dazu, der Papa, ja. Und umso älter ich werde, desto mehr nehme ich natürlich von der Welt wahr. Und wenn ich dann irgendwann zwölf, vierzehn, sechzehn, natürlich auch schon mit zehn und acht, dann merke ich natürlich, okay, meine Eltern sind nicht meine gesamte Welt. Aber aber umso jünger die Kinder sind, desto mehr ist das der Fall. Warum habe ich jetzt auf den Punkt so lange rumgeritten? Aus diesem Grund, weil unsere direkten Bezugspersonen, Mama, Papa, vielleicht Geschwister, am Anfang unsere ganze Welt sind, ist erstmal alles, was die machen, für uns normal. Wenn wir ständig gehauen werden, wenn wir irgendwas falsch machen, falsch in den Augen unserer Eltern, dann ist das für uns normal. Erst wenn wir älter werden und mehr Lebenserfahrung sammeln, realisieren wir, das war nicht in Ordnung. Und wenn Dinge normal sind, es kann für mich normal sein, dass ich, dass ich ganz viel Liebe bekomme. Es kann aber auch für mich normal sein, dass meine Eltern sich irgendwie nicht für mich interessieren. Und diese Erfahrungen, die ich da sammle, die positiven und die negativen, die beeinflussen, wie ich die Welt sehe. Es gibt einen Spruch, wir alle haben ein verzerrtes Weltbild. Der zweite Teil ist dann, dann können wir auch ein positiv verzerrtes Weltbild haben. Das ist für uns als Erwachsene als Mindset-Tool. Also alles, was mir da wieder fährt, ist erstmal meine Realität. Es gibt noch einen Satz, der gilt besonders, also gilt für alle, aber natürlich auch besonders, wenn Kinder geprägt werden. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen sie, wie wir sind. Und wie wir sind, das entspringt in großem Maße, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und jetzt hast du ja gefragt, werden da auch negative Glaubenssätze vermittelt. Natürlich. Es ist also eine Kombination aus dem, was mir passiert und welche Glaubenssätze ich vermittelt bekomme. Und natürlich aus dem, was, was passiert, entstehen auch Glaubenssätze, positiv oder negative. Also, ich muss dir vorstellen, wenn ich meinem Kind immer alles abnehme, was schwierig ist, dann muss ich nicht mal was dazu sagen. Also, ich könnte was dazu sagen, ja, du bist zu klein, kriegst du eh nicht hin, dann transferiere ich den Glaubenssatz. Wenn ich ihm aber ständig einfach alles Schwierige weg, Papa, äh, wegnehme, Papa macht das schon, dann muss ich den Glaubenssatz nicht mal transferieren. Der wird sich alleine entwickeln. Ich kann das nicht alleine. Du siehst also, du kannst das nicht trennen. Es sind immer diese zwei Wirkfaktoren. Das, was mir passiert und Glaubenssätze, die mir transferiert werden. Es gibt sogar eigentlich noch eine dritte, einen dritten großen Faktor. Und zwar das, was mir nicht passiert ist, aber das, was anderen passiert, was ich wahrnehme. Das ist Lernen am Modell. Oder wie andere sich verhalten, das auch lernen am Modell. Ja, wenn mein Vater, wenn er in irgendeiner Form in eine Auseinandersetzung kommt mit Leuten, ständig jemanden verprügelt, ja, dann ist das normal. Dann kann das sehr, sehr gut sein, dass ich das auch machen werde. Du musst dir also vorstellen, das, was dem Kind passiert, ob es ähm, gelobt wird für seine Anstrengungen. Oder ob es vielleicht nur gelobt wird für sein Aussehen, ob es gar nicht gelobt wird, ob es angeschrien wird, ob es umarmt wird, ob es ähm, viel alleine machen darf, nichts alleine machen darf, ob es diskutieren darf und auch mal seinen Standpunkt vermitteln darf oder ob immer gleich abgeschnitten wird, nein, was ich sage gilt. Das prägt das Kind und das, also, wenn du dir das bildhaft vorstellen möchtest, dann kannst du dir denken, das setzt deinem Kind eine Brille auf, mit dem es die Welt sieht. Und je nachdem, was passiert, hat die Brille eine unterschiedliche Färbung. Ja, eine Färbung, also, und das Positive jetzt für uns Eltern ist, wir können diese Färbung mit beeinflussen. Ja, wenn wir die ganze Welt des Kindes sind, dann ist alles das, was wir vermitteln, natürlich auch nicht nur ein Risiko für das Kind, sondern eine Chance. Mein Sohn ist ein bisschen über drei und hat in der Vergangenheit häufig so einen emotionalen Ausraster bekommen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, Reißverschluss zumachen oder sonst irgendwas. Und jetzt kann ich zu dem Kind hingehen und sagen: Oh, Junge, das ist doch nicht so schwer. Oder, ja, du bist halt auch noch zu klein, du kannst das nicht. Das ist beides nicht so nützlich. Was ist, wenn ich hingehe und sage: Schatzi, ich sehe, du bist, ne, das macht dich wütend, beruhig dich mal. Ja, wenn etwas nicht klappt, dann können wir es nochmal probieren. Das ist ein Glaubenssatz. Wenn etwas nicht klappt, kann ich es einfach nochmal probieren. Ja? Oder ein anderen Glaubenssatz, den ich vermittle, ist, ich glaube an dich, du schaffst das. Und was passiert? Irgendwann kommt mein Kind ins Zimmer rein, ähm, will sich, glaube ich, die Jacke anziehen und ich wollte ihm helfen, weil ich da nicht, ne, ich habe da intuitiv einfach nicht drüber nachgedacht, ich wollte ihm jetzt einfach helfen und sage: Papa, ich schaffe das schon. Das sind die Erfahrungen und die Gedanken, die wir transferieren, die haben eine riesige Macht auf Kinder, weil wenn Kinder klein sind, die nicht unterscheiden können, was ist einfach was liegt bei Papa, was liegt bei Mama, was sind deren Themen und was ist wirklich Fakt. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen eine Antwort auf deine Frage. Ich hoffe, dass das hat ein bisschen Klarheit geschaffen und wenn du willst, vielleicht bist du ja neu auf diesem Kanal guck mal durch meine videos durch es gibt zu ganz ganz vielen verschiedenen themen da bespreche ich wo kommt das her aus der kindheit also wenn ich immer wieder sch schnell verletzbar und gereizt bin wenn ich irgendwie das gefühl habe ich bin emotional abhängig von meinem partner wenn ich nie äh, wenn ich ständig ja sage obwohl ich nein meine was hat das für ursprünge in der kindheit wenn dich das interessiert schau meine videos durch ähm, also besonders die aus dem jahr was haben wir denn jetzt? 2021. Also 21 vielleicht auch noch 20. Davor waren alle sehr, sehr spezifisch auf das Thema Beziehung. Und die neueren Videos gehen auch viel auf die, auf die Kindheit und die kindlichen Prägung ein. Da lade ich dich ein, dir das anzuschauen. Und ansonsten, wenn du nichts verpassen möchtest, äh, abonniere den Kanal, mach das Glöckchen an. Und ähm, wenn du auch selber eine Idee hast oder eine Frage, die dir durch den Kopf geht, dann stell mir auch eine Frage in den Kommentaren, weil du siehst ja, wenn ich was sinnvolles dazu sagen kann, beantworte ich sie gern. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dein Vertrauen, was du hier durch das Gucken des Videos in mich gesteckt hast und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis dahin, ciao ciao.